Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir weiter, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Ne, hupen wollte ich nicht, weil den Motor starten, hab auf den falschen Knopf gedrückt. Perfekt. So. Zack. So. Wir müssen jetzt hier erstmal auf jeden Fall raus. So. Leute, ich habe ja in der letzten, also ich habe ja gestern gestreamt. So, schaut gerne auch nochmal bei meinem Stream vorbei. Ihr könnt ja trotzdem den noch sehen. Auch wenn ich jetzt nicht mehr streame. Aber es war wirklich ein geiler Stream. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Hab natürlich eigentlich war geplant, Minecraft zu zocken. Konnte ich allerdings nicht, wegen irgendwelchen Problemen. Aber egal. Dann habe ich einfach mich dazu entschieden, Roblox zu drehen. Und ja, war auch eine geile Sache. Ich vermutlich weiß nicht, wann der nächste Stream kommt. Ich versuche auch mal jetzt öfters zu streamen tatsächlich. Aber halt nur dann, wenn ich auch tatsächlich kann, ne? Und Bock habe. Denn streamen tue ich nur, wenn ich Bock habe. Und ja, es gibt momentan keine Fachs für den Auflieger. Hier gibt's doch einen, Mann. Ach nee, da muss ich hinfahren. Auf geht's. Okay, dann fahren wir halt hier hin. So. Biege nach links ab. Warten Sie jetzt mal, ich muss hier mal kurz drehen. Ich habe übrigens in diesem Monat wahrscheinlich schon das neue Lenkrad. Das werde ich mir bald holen. Dauert nicht mehr lang, dann steht sie bei mir zu Hause. Ich komme hier nicht rum. Oh. Genau, so, jetzt aber. Und danach will ich mir erstmal irgendwas anderes holen, wahrscheinlich eine Uhr. So. Let's go, jetzt aber. Also eine Uhr, also diese Samsung Galaxy Watch. Genau. So, aber jetzt erstmal das Lenkrad, weil darauf spare ich tatsächlich aktuell gerade schon die ganze Zeit drauf. Und danach kommt auf jeden Fall die Uhr, weil die Uhr möchte ich natürlich auch haben. Und ich hatte mal früher Uhren, ich bin auch so ein richtiger Uhrenträger. Und ich finde es tatsächlich kacke, dass ich gerade aktuell keine Uhr habe, weil die alle kaputt gegangen sind. Die waren halt auch sehr billig, muss man dazu sagen. Aber ich will mir auf jeden Fall jetzt eine teurere holen und die kommt auf jeden Fall noch. Vielleicht mache ich mal so einen kleinen Short darüber, in Anführungszeichen. Sofern ihr das mal sehen wollt. Mal gucken. Links abbiegen und dann rechts halten. So. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich mache vielleicht auch mal ein ein Video über das Logitech-Lenkrad, aber mal sehen. Bitte rechts halten. So. Das war gerade mein Bruder, keine rechts Ahnung, was ich wollte. Irgendwie zu Mama, alles klar. So. Ich freue mich schon auf das neue Lenkrad, weil das ist deutlich geiler. Komm, wir fahren jetzt über Rot. Sieht eh keiner. So. Mein Stream war gestern echt geil, ne? Also ich mache vielleicht, der nächste Stream handelt vielleicht hier von dem Euro Truck Simulator 2 mit dem neuen Lenkrad. Mal gucken. Vielleicht sogar schon nächste Woche Samstag mache ich ein neues mit Euro Truck Simulator 2. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Sofern. Ah! So, ich bin wieder da und irgendwo gegengefahren tatsächlich. Oh! Gut, ich glaube, ich bin hier drin gelandet. Baum, Baum, Baum. Da ist ein Baum. Aua. Ich sehe aktuell gerade gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich bin. Aber ich weiß, dass ich hier links hin muss. Ich muss nämlich kurz abmachen. Falls ihr das hört, das ist mein Handy. Es könnte sein, dass es jetzt öfters im Video, in den Videos klingelt. Rechts halten. Hoffe, es ist nicht so schlimm. So.
Guck mal, ist genau dann grün geworden, wo ich gekommen bin. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo ich bin. Bitte links. Komplett den Faden verloren, weil ich gerade weg musste. Aber egal. Weißt du, dass ich gerade irgendwo gegengefahren bin? So. Okay. Freue mich schon aufs neue Lenkrad, ey. Das wird auf jeden Fall cool. Ich wollte eigentlich das Lenkrad mit dem Schalthebel holen. Mit Schaltung, habe mir dann das doch anders überlegt, dass ich das doch nicht hole mit Schaltung. Biege nach rechts ab. Genau. Als nächstes kommt tatsächlich auch die Uhr, da freue ich mich auch schon drauf, ne? Weil ich, wie gesagt, ich bin ja so ein richtiger Uhrenträger. Ich trage die Uhr 24/7, außer halt im Duschen und. Ja, halt nur im Duschen nicht. So. Zack. So. 566 Kilometer. Egal. Warte mal, wir beschleunigen das kurz. Ich dachte jetzt. Oh. So. Schnellreise zu Bremen. Nee, zu Nürnberg, ne? Warte, ich bin gerade voll dumm. Wo ist denn hier Nürnberg? Hier unten irgendwo, ne? Hier, Nürnberg. Da muss ich, glaube ich, hin. Ja, 697, das krock ich. Route neu berechnen. Route neu berechnen. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir schon, also ja, hab ich gerade, ey. Sorry, Leute, mein Handy klingelt 100 Mal, also. Tut mir sehr leid, wenn mein Mikrofon das überhaupt aufnimmt. Kann auch sein, dass er das gar nicht aufnimmt. Aber ich weiß nicht. So. Okay, so. Jetzt gucken wir mal kurz. Sind wir jetzt hier richtig? Hoffen wir ja. Bin ich dagegen? Warte mal, wo komme ich denn jetzt hier raus? Hilfe! Ich bin hier gefangen im Dingens. Ist heute schon wieder so eine Chaotenfolge, ey. Ah, 10 Kilometer noch. Wow. Gut, wir machen wohl heute dann doch keine Folge, wo wir hier was hinbringen, sondern wir machen eine Folge, wo ich hinfahre. Das meine ich tatsächlich auch immer vor dem Video eigentlich, aber ich habe heute keine Zeit gehabt, das zu machen. Ich habe es tatsächlich auch ein bisschen verpeilt, also vergessen. Rechts noch hier dahin muss. Immer geradeaus. So. Oh. Immer geradeaus. So. Interessant. So sieht anscheinend Nürnberg aus. Ein ganz Graffiti hier an der Seite. Oh. Ups. Biege nach links ab. Ja, ich habe doch das Licht schon angemacht, ey. Immer mit ihrem blöden Licht. So. 8 Kilometer noch, dann sind wir da. Nächste Folge fahren wir dann hier von Nürnberg den Auftrag. Machen wir den Auftrag, meine ich. Es war noch grün, habt ihr alle gesehen. So. Jetzt müssen wir hier schon wieder auf eine Autobahn. Warum müssen wir jetzt schon wieder auf einer Autobahn? Bin auch gar nicht mehr in Nürnberg jetzt. Warum sage ich eigentlich mal Berg? Das heißt Burg. Nürnberg. Ja. Warte mal. Mal richtig parken oder was? Oh nö, jetzt bin ich falsch abgebogen. Ah, ist auch 7 Kilometer. Okay, let's go. Ja, heute ist voll die chaotische Folge. Egal.
So sind auch mal Videos. So. Muss ich hier wieder runter, oder was? Bitte rechts halten. So. Jetzt müssen wir wieder auf. Ah, hier ist der Hafen, okay. Interessant. Was auch interessant ist, dass unser LKW einfach so Rechts schwach ist halten und hier nie und dann rechts rüber kommt. abbiegen. Jetzt wäre die Autobahn zu Ende und jetzt sind wir hier auch wieder in Nürnberg. Biege nach rechts Bäh, meine ein. ich. So, wir sind gleich da. Wir müssen wahrscheinlich zum Hafen, ne? So wie es aussieht. Also hier in Nürnberg war ich tatsächlich noch nicht. Also in den Videos meine ich jetzt. So. Links halten und Zack. dann links abbiegen. Mann, ich hasse das Ding gerade. Biege nach links ab. So. Komm, wollen wir noch grün werden jetzt hier. Interessant, dass mein Lenkrad sich auch automatisch hier Dings, ne? So. Also mit Lenkrad ist es wirklich geiler zu steuern. Ja, das, ne, muss man mal wirklich sagen. Bin schon froh, dass ich überhaupt ein Lenkrad habe. Aber das andere Lenkrad wird definitiv geiler. Das ist natürlich auch sehr teuer, ne? Also das, was ich jetzt habe, ich weiß nicht, hat 80 € oder so Immer gekostet. geradeaus. Und das, was ich mir dann Den jetzt Weg holen will, solltest du kostet nehmen. 300 oder so. Glaube ich, ne? 300 irgendwas, ja. Ich mich nicht alles irre oder 200, keine Ahnung. Biege nach links ab. So. Demnächst links abbiegen. Zack. Biege nach links ab. Bitte nicht in den Graben landen. Das wäre mir sehr lieb. Demnächst rechts abbiegen. So. Biege nach rechts ab. Okay, so, zack. Also hier hinten war ich tatsächlich noch nie. Das ist ja auch groß, Wir merke sind ich gerade, ne? fertig. So. Zack. Wer ist, gibt's hier nicht, dann raste ich aus. Okay, es gibt was. Gut. Nach Leipzig. Okay, nach Leipzig fahren wir dann in der nächsten Folge. Leute, ich würde sagen, das war's aber erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut außerdem auch meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando.